Im Raumhafen von Anchorhead heiße ich euch willkommen zu Part 97 von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Wir gehen stramm auf die 100 zu und wir haben ja im letzten Part Bastilla und ihre Mutter versöhnt und ich rede jetzt da mal nochmal mit Bastilla drüber. Wie kann ich helfen? Wie fühlt ihr euch jetzt besser? Ja, ein Gefühl des Friedens. Viel stärker, als ich vermutet hätte. Danke, dass ihr darauf bestanden habt. Nach all dem Training hätte ich gedacht, es sei einfacher. Aber ich muss offenbar noch viel lernen. Wie wir alle, Bastilla. Ich rede auch nochmal mit dem Candorus. Ja? Was liegt an? Vielleicht gibt es ja noch ein paar Geschichten über den Krieg, die ihr mir erzählen könnt. Ich glaube, ich sollte euch ein wenig über unseren letzten Krieg gegen die Republik erzählen. Der Krieg, in dem der Jedi Revan mein Volk besiegt hat. Wir eroberten zunächst ein paar Welten außerhalb der Republik. Das alles geschah still und heimlich. Die Republik sollte erst davon erfahren, wenn es zu spät war. Als wir schließlich auch gegen die Welten der Republik zuschlugen, wussten die gar nicht, dass wir kommen würden. Wir drangen durch drei Invasionskorridore in drei angrenzende Sektoren ein. Wir haben alle zerschmettert, ob sie kämpfen wollten oder nicht. Wir machten die ganze Welt dem Erdboden gleich, um die Republik zu einem Gegenangriff zu provozieren. Es ist kein großes Vergnügen, eine Welt einfach nur so auszulöschen, aber aufgrund der feigen Strategie der Verteidiger hatten wir kaum eine andere Wahl. Hä? Feige Strategie? Keine Ehre darin, sich selbst zu verteidigen. Was wollt ihr damit sagen? Es ist falsch, sich in den Häusern von Zivilisten zu verstecken. Familien als lebende Schutzschilde zu nehmen. Zu glauben, wir würden in größeren Städten auf den Einsatz entsprechender Truppen verzichten. Sie unterschätzten unsere Entschlossenheit und die Maßnahmen, die wir bereit waren, im Kriege zu ergreifen. Wer sich nicht selbst verteidigen kann, sollte sich von jenen fernhalten, die dazu in der Lage sind. Wenn es nötig war, eine Stadt auszulöschen, um ein Schutzschild der Republik auszuschalten, dann haben wir das eben getan. Notwendige Stärke zerstört jeden Widerstand. Aber es ist falsch, Menschen zu vernichten. Gar keine Frage. Es ist falsch, sich mit Schilden zu umgeben und dann zu glauben, der Gegner wäre so höflich, sich zu Boden zu werfen und abschlachten zu lassen. Für Feiglinge habe ich weder Zeit noch Geduld. Sie verdienen es, gejagt und wie Würmer zertreten zu werden. Diese Kriegsführung hatte mit Ehre nichts mehr zu tun. Doch einigen eurer Truppen gelang es, sich in unseren Augen zu rehabilitieren. Besonders später. Später? Später, nachdem Revan in den Krieg eingegriffen hatte. Aber darüber will ich jetzt nicht reden, wir haben schon zu viel Zeit verschwendet. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Nein, danke. Auch gut. Ich bin hier, wenn etwas erledigt werden soll. Ja, einfach nicht nett, Candorus. Candorus hat dir erzählt, wie die Mandalorianischen Kriege begannen und welche Erfolge die Mandalorianer anfangs hatten. Wenn du später noch einmal mit ihm redest, erzählt er dir vielleicht, wie sich das Blatt gewendet hat. So. Der Revan hat ihn also die Mandalorianer, in die Knie gezwungen. Gut. Ach, herrje. Giska, die sind ja auch noch hier. Na, ob wir die Plage noch loswerden? AK-47 steht hier bei Candorus. Die bösartigen, sag ich mal, boshaften beieinander. Aussage. AK-47 ist einsatzbereit, Meister. Okay, das wär's dann, HK-47. Wie ihr wollt, Meister. Wiedersehen. Okay, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier... Werkbank. Werkbank. Laserschwert aufwerten. Das hier aufwerten. Kann ich da jetzt diese... Hat das jetzt viel gebracht? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. 5 bis 24 klingt nicht schlecht. Angriffsbonus plus 1, Angriffsbonus plus 3. Scharf, aha. 3 schwere kritische Treffer. Verbessert 5. Blasterreflexion verbessert 5. Schadensbonus Energie 3. Schwere kritische Treffer 2 bis 6. Upgrade-Objekte. Schwierig.
Ich nehme mal den hier, keine Ahnung, zusammenbauen. Okay. Okay. Ja. Versuchen wir mal den Weg in Richtung hier zu finden. Soll ich mal mit Johanny reden? Johanny? Ja, was gibt es? Deprimiert. Stimmt etwas nicht? Ich denke gerade an Taris. Das tut mir leid, Johanny. Nein, ist schon in Ordnung. Ich denke, ich bin über das Schlimmste hinweg. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch so angefahren habe. Es war nicht eure Schuld. Es war ein schrecklicher Ort, um dort zu leben. Zumindest in den Unterstädten, wo der Großteil der Nichtmenschlichen gezwungen war, vor sich hin zu vegetieren. Man lebte jahrelang, ohne die Sonne zu erleben, ernährte sich vom Müll, der von den oberen Ebenen heruntergeworfen wurde, und erledigte lächerlich bezahlte Arbeit, die einen fast umbrachte. Oh, und diese Rakgul? Es bestand immer die Gefahr, dass die Rakgul aus den Abwässerkanälen kommen würden. Man konnte auch menschlichen Raubtieren zum Opfer fallen, die in der gleichen Gegend lebten und arbeiteten. Meine Familie kämpfte jeden einzelnen Tag ihres Lebens, um sich zu verbessern. Doch aus dieser katastrophalen Situation waren keine großen Sprünge möglich. Steuern, die von einer korrupten Regierung festgelegt wurden, Schutzgelder an die Straßenbanden und von dem, was übrig blieb, mussten wir Nahrung und medizinische Güter kaufen. War es denn so schlimm? Ohne Geld, um sich irgendwelchen Luxus zu leisten. Im Vergleich dazu scheint sogar die Enklave auf Dentuin wie ein real gewordenes Paradies. Und außerdem war man ständig den Vorurteilen und dem Hass der reicheren menschlichen Bewohner ausgesetzt. Sie gaben mit ihrem Reichtum uns gegenüber, die im Dreck lebten, schamlos an. Manchmal kamen reiche Menschen mit einem Geleitschutz aus Druiden in die Unterstadt, um sich anzusehen, wie die Wildtiere hier unten so lebten. Dabei wurden alle Leistungen, auf die wir stolz waren, oft noch belacht. Doch seit jenen Tagen traf ich auf eine Vielzahl großartiger Menschen. Ehrlich gesagt waren einige der besten Wesen, die ich kennenlernte, Menschen. Die Jedi, die mich ermutigte, dem Orden beizutreten und Mitglied der Gruppe war, die aufbrach, um die Mandalorianer zu bekämpfen, war ebenfalls ein Mensch. Ich schätze, ich sehe etwas von ihr in euch. Es tut mir leid. Ich komme vom Thema ab, wenn mein Gerede überhaupt einen Sinn ergibt. Manchmal verfluche ich den Tag, an dem meine Eltern nach Taris flohen. Doch wenn sie es nicht getan hätten, wäre ich jetzt nicht hier. Genau, eure Eltern? Die Geschichte hebe ich mir für später auf. Jetzt müssen wir mit unserer eigenen Geschichte fortfahren und die Galaxis retten, wenn wir können. So sieht's aus. Was mir jetzt noch einfällt, Leute, ich versuch mal mich mit Mission noch zu unterhalten. Ich glaube, Mission ist hier, oder? Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Denn sie hat ja ihren Bruder getroffen und da will sie bestimmt nicht darüber reden. Deswegen reden wir mit ihr darüber. Doch, sie will bestimmt darüber reden. Mission. Hey, was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne mit dir über deinen Bruder sprechen. Ich bin wirklich froh, dass Griff noch lebt. Aber am liebsten würde ich ihm den Hals umdrehen. Keine Ahnung, was für einen Job er für dich hat. Aber ich traue ihm nicht über den Weg. Brauchst du sonst noch was? Nee, vergiss es. Okay, wie du willst. Ich traue ihm nämlich auch überhaupt nicht über den Weg. Und es wird einfach Zeit, weiterzuziehen. Na? Wir können nicht mehr geradeaus laufen. Sehr gut. Dann rede ich jetzt mal noch mit dem Karth. Mit Bastilla haben wir ja schon gesprochen. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Was hast du auf dem Herzen? Scheinbar seid ihr mit euren Gedanken ganz weit weg. Oh, es ist nichts. Tut mir leid. Seid ihr sicher? Wie ich euch schon sagte, ist meine Frau vor 4 Jahren gestorben. Ich habe gerade versucht, mir vorzustellen, wie sie wohl ausgesehen hat. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Ich erinnere mich an bestimmte Details, an Dinge, die sie getan hat. An ihr Lachen, den Geruch ihres Haars, unsere letzte Auseinandersetzung. An alles, nur nicht an ihr Gesicht. Ich versuche mich daran zu erinnern, aber das Bild ist verschwunden. Ist das merkwürdig? Vielleicht sollte ich mit euch nicht darüber sprechen. Ich muss zugeben, dass es ein wenig komisch ist, über sie zu sprechen. Nein, es ist nicht komisch, Karth. Ihr erinnert euch doch an die wichtigen Dinge. Man kommt ja endlich über sie hinweg. Es sind doch noch schon vier Jahre. Ich sag mal zweitens. Aber ich muss mich doch an ihr Gesicht erinnern. Es ist frustrierend. Ich
fühle mich, als hätte ich sie verloren. Es muss komisch auf euch wirken, dass ich so besessen davon bin. Ihr müsst mich für unglaublich dumm halten. Ah, aber auf keinen Fall. Nein, aber ich zweifle daran, dass es eurer Frau gefallen würde, wenn ihr euch so quält. Ja, würde ich sagen. Erstens. Vielleicht. Vielleicht habt ihr recht. Aber ich muss es dennoch tun. Das Einzige, das mich seit ihrem Tod aufrecht gehalten hat, war das Verlangen, Saul zu finden und umzubringen. Es ist wohl besser, an sowas zu denken und an nichts anderes. Wenn mir das gelingt, dann kann ich sie vielleicht loslassen. Alles loslassen. Wenn wir auf Saul treffen sollten, wenn wir jemals die Gelegenheit bekommen sollten, versprecht mir, dass ich ihn erledigen darf. Ich muss das ins Reine bringen. Ich muss. Ich weiß nicht, ob sich das so einrichten lässt. Ich kann euch das nicht versprechen. Wenn wir die Gelegenheit dazu erhalten, dann habt ihr mein Versprechen. Ich bezweifle, dass ihr euch danach besser fühlt, Karth. Ich sag drittens... Das mag so sein, wie es will. Ich muss es tun. Es ist unnötig, vorher darüber zu diskutieren. Tagebucheintrag. Na. Chuhani. Chuhanis Eltern sind von ihrer Heimatwelt Tardis nach Tardis geflohen. Doch auf Tardis wurde Außerirdische unterdrückt und das Leben war für sie nicht leicht. Vielleicht erzählt ihr dir bei Zeiten mehr. Karth hat noch einmal gelobt, Saul Kareth für seinen Verrat zu vernichten. Hoffentlich gefährdet sein Rachedurst nicht die Mission. Bin gespannt, ob wir dem Saul begegnen. Bin ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Gut. Jarvan Varma, Kashyyyk Varma, Dantooine Varma, Manaan Varma, Korriban Varma, nicht Tatooine. Dann geht's jetzt nach Korriban. Gelände, vulkanische Gebirgskette, einheimische Rassen, unbekannt, nicht besiedelt. Landemöglichkeit, Drashtae vielleicht. Wir reisen dorthin. Ein Sith-Schiff der Interdiktor-Klasse. Sie haben anscheinend an der Hyperraumroute auf uns gewartet. Wir sind in ihrem Traktorstrahl. Erkennt ihr das Schiff? Es ist die Leviathan, das Schiff von Saul Kareth, meinem alten Mentor. Admiral Kareth brachte mir alles bei, was ich über das Leben eines Soldaten wissen musste. Er war eine lebende Legende der republikanischen Flotte und in meinen Augen ein Held. Bis er uns verriet. Als die Sith meine Heimatwelt angriffen, flog die Leviathan, Saul Kareth Flaggschiff, vorneweg. Dieser Tag war auch das Ende meiner Familie. Meine Frau starb bei den Bombenangriffen. Leute. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir diesen Saul so schnell begegnen. Oder halt seinem Schiff. Tut nichts, was ihr später bereuen werdet, Karth. Lasst nicht zu, dass euer Verlangen nach Rache euren Verstand vernebelt, Karth. Das ist eure Chance, die Toten eurer Familie zu rächen. Nein, ich sag zweitens. Ich werde nichts Unbedachtes tun und ich denke nicht daran, unser Leben für einen hirnverbrannten Rachefeldzug aufs Spiel zu setzen. Aber sollte ich die Gelegenheit haben, Saul bei unserer Flucht zu erledigen, dann kann ich ihm nur raten, sich mir nicht in den Weg zu stellen. Fluchtpläne sind wohl fehl am Platz, meint ihr nicht? Wir haben ja noch nicht einmal einen Plan, wie wir uns aus dieser Lage befreien können. Das wird nicht leicht, gebe ich zu. Saul ist kein Dummkopf. Er wird uns nicht unterschätzen. Verlasst euch darauf, dass er jede Menge Wachen abstellt, die jeden einzelnen Schritt von uns genau verfolgen. Vielleicht weiß Admiral Kareth nicht genau, wie viele wir sind. Wir haben spezielle Begabungen.
Begabung, die wir nutzen könnten, um einem von uns die Flucht zu ermöglichen. Wir müssen herausfinden, wer von uns die besten Chancen hat, einer Gefangennahme zu entgehen, damit er später zurückkehren und uns befreien kann. Es ist fast aussichtslos, aber unsere einzige Hoffnung. Macht euch keine Sorgen, ich werde es schaffen, mich von den Wächtern von Admiral Kareth abzusetzen. Bastilla, gibt es eine Möglichkeit, eure Kampfmeditation hier anzuwenden? Karth kennt Saul am besten, er kann uns hier rausholen. Admiral Kareth wird uns drei im Auge behalten. Einer der anderen wird uns retten müssen. Ich sag jetzt mal zweitens, Bastilla, mit deiner Kampfmeditation? Der Admiral hat ein Auge auf uns drei. Wenn auch nur einer von uns beteiligt ist, wäre das Unternehmen zum Scheitern verurteilt. Nein, einer der anderen muss uns hier rausholen. Gut, aber wenn wir einen aussuchen wollen, der uns allen die Haut rettet, dann sollten wir uns beeilen. In den nächsten Minuten wird es hier vor Sith-Truppen wimmeln, die unsere Laderampe hochmarschieren. Mission kann es machen. Das Gefängnis, aus dem sie nicht herauskommt, wurde noch nicht erfunden. T3M4, ehrlich gesagt, der ist mir als erstes eingefallen, ist ziemlich erfindungsreich. Er könnte es schaffen und vor allem so unauffällig, er ist ja ein Druide. Vielleicht könnte Jolie mit der Macht ihren Verstand beeinflussen. Candorous, gibt es eine Möglichkeit, eure Fähigkeit der Heilung auszunutzen? Juhani, ihr könnt die Macht und eure Fähigkeit, euch zu tarnen, einsetzen, um die Gefangennahme zu entgehen. Ein Druide hätte wohl die besten Chancen. HK-47 könnte uns retten. HK-47 könnte uns retten. Schwierig, wen soll man da wählen? Alles sehr gute Argumente. Leute, ehrlich gesagt, nachdem der mir als erstes eingefallen ist, würde ich den hier nehmen, die Nummer 2, T3M4. Der Droide hat recht. Wenn wir ihn deaktivieren, dann löschen die Siths möglicherweise seine Speicherchips und schmeißen ihn auf den Sondermüll. Aber wir können ihm einen Reservespeicherchip mit Timer einbauen. Wenn er sich einschaltet, wird unser kleiner Freund hier reaktiviert und kann uns suchen. Aber ich fürchte, dass ihn die Sith einschmelzen werden, bevor der Ersatzchip aktiviert wird. Das ist ein Risiko, das wir eingehen können. Es sei denn, ihr habt einen besseren Plan, wie wir hier rauskommen. Schwierig. Nach einem Auftrag für einen Wookie. Was ist mit HK-47? Aussage. Ich verfüge über einen Backup-Gedächtnischip und ein Notstromaggregat, das aktiviert wird, wenn ich zu lange abgeschaltet bin. Deaktiviert mich und löscht meinen Speicherchip. Dann werfen mich die Sith auf den Müll und ich kann euch nach meiner Reaktivierung retten. Was, wenn dich die Sith zerlegen, bevor die Energiereserven aktiviert wird? Antwort. Das wäre Pech. Mein Notstromaggregat ist ein nicht zertifizierter Prototyp. Trotzdem kann ich es versuchen, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, wir nehmen den HK-47. Einfach mal als Bauchentscheidung. Gut, wir versuchen es. Wartet. Sie ziehen uns an die Landungsbrücke. Bastila, Karth und die Crew wurden wie befohlen gefangen genommen, Commander. Sehr gut. Haben Sie das Schiff gründlich durchsucht? Admiral Kareth hat mich ausdrücklich vor Verrätern gewarnt. Wir haben im hinteren Teil des Schiffs einen defekten Killer-Droiden gefunden. Ausgezeichnet. Wenn wir den Droiden umprogrammieren, kämpft er für uns. Löschen Sie seinen Speicherchip und bringen Sie ihn in die Werkstatt. Dann sehen wir weiter. Karth, es ist schon viel zu lange her, dass wir miteinander sprachen. Ich sehe, die Zeit war nicht gnädig zu euch. Ich habe euch kaum erkannt. Ich habe euch gleich erkannt, Saul. Ich sehe euer Gesicht jede Nacht. Immer wenn ich mir schwöre, dass ich euch für alles bezahlen lasse, was ihr meiner Heimatwelt angetan habt. Habt ihr nichts in der Zeit gelernt, in der ihr unter mir gedient habt, Karth? Als Soldat solltet ihr wissen, dass Opfer unvermeidlich waren. Es war Krieg. Das war feiger Verrat. Eure Flotte bombte ein ziviles Ziel ins Nichts, ohne Vorwarnung, ohne Anlass. Das Blut dieser unschuldigen Leute klebt bis heute an euren Fingern. In einem Krieg müssen auch die Unschuldigen sterben, Karth. Die Sith waren erst bereit, mich zu akzeptieren, nachdem ich ihnen mit dem Bombardement des Planeten bewiesen hatte, dass ich mich wirklich von der Republik abgewandt hatte. Meine Frau und mein Sohn sind bei diesem Angriff umgekommen, Saul. Und dafür werdet ihr mit dem Leben bezahlen. Ihr wart einst ein Mann der Tat, Karth, nicht ein Mann der leeren Worte. Klammert euch an eure Rachsucht, wenn es euch etwas hilft, aber erspart mir eure leeren Drohungen. Ich habe das alles schon zu oft gehört.